Familienunternehmen sind die Säulen der deutschen Wirtschaft. Wenn einer denkt, die paar Konzerne, die hier so immer in der Zeitung stehen, würden das Rückgrat der Wirtschaft ausmachen, der hat weit gefehlt. Familienunternehmen sind anders geartet. Sie sind auf Nachhaltigkeit. Sie sind langfristig ausgerichtet und nicht auf kurzfristige Gewinnmaximierung. Das macht diese Unternehmen so wertvoll für unsere Wirtschaft. Und aus diesem Grund ist es noch wichtiger, wenn eine Familie oder ein Unternehmer einen Nachfolger sucht, da ganz gewissenhaft vorzugehen. Ein Familienunternehmen freut sich natürlich, wenn der Nachfolger aus der eigenen Familie kommt. Wenn da die Möglichkeit besteht, so what? Tolle Sache. Wenn der Unternehmer ankündigt, dass er das Unternehmen in 8 bis 10 Jahren abgeben möchte, hat er natürlich einen guten Vorlauf gegeben, finde ich eine gute, vernünftige Zeit. Und wenn er jetzt natürlich beim Familientreffen fragt, wer hat Lust dazu, werden überall die Finger hochgehen, weil man die Vorteile sieht. Und das, was er sich gönnt, Auto, Reisen und ich weiß nicht was alles. Die Krux ist natürlich immer so, dass von diesen 5 Verwandten, die da schon auf dem Posten lauern, ja, dass man mit Glück davon reden kann, wenn man da 1 bis 2 hat, die das Zeug dazu haben. Und deshalb soll man ja auch weit vorher das ankündigen, damit die sich in der Firma mal beweisen können. Und da sieht man schon nach einem Jahr von den Leuten, die sofort die Finger gehoben hat, wer noch im Unternehmen arbeitet. Natürlich gibt es da einige, die sind immer noch dabei, weil sie woanders keinen Job kriegen. Aber es geht ja darum, den richtigen zu finden. Und da hat der Unternehmer Spielregeln aufzustellen und nicht einfach bei einem Familientreffen zu sagen, wer hatte von euch Interesse, zeigt mal, was ihr könnt. Nein. Spielregeln sind aufzustellen, zu besprechen und deutlich darzustellen. Und es gibt auch Vorgaben, um diese Position zu kriegen. Haben nämlich einen Kunden gehabt, da hat das Familienunternehmen über 2 Milliarden Umsatz gemacht. Das ist eine richtige Hausnummer, dem Unternehmen geht es gut. Und es ist natürlich eine Heidenarbeit, die Strategie und das Ganze da weiter auf Erfolgskurs zu haben. Der eine Enkel hat das super drauf gehabt, war für alle immer derjenige, der das mal übernimmt, hat er auch gemacht. Weil die anderen waren jetzt auch nicht so gut ausgebildet, konnten sie nicht durchsetzen, waren ein bisschen großspurig und nicht so bescheiden und passten nicht so in das Unternehmen rein. Und er hat alle Punkte gut bis bravourös gemeistert. Nun kam der Tag der Tage und dann hat man auf einmal gesehen, nach der Übergabe, alle anderen haben ein langes Gesicht gezogen, was nach 1, 2 Jahren passiert ist. Denn der Opa ist verstorben. Es kamen die Erbanteile, die überall so waren. Einige haben noch Anteile an der Firma gehabt und jeder wollte dann mitsprechen, reinreden, hat gegen ihn geschossen. Da leidet ein Unternehmen riesig darunter, wenn ganz viele versuchen mitzureden und derjenige, der es drauf hat, der sich aber auch erst festigen muss, wenn er alleine verantwortlich ist, dem die Arbeit schwer zu machen. Liebe Unternehmer, wenn ihr etwas weitergebt, dann muss die Definition, wer das übernimmt und die Regelung, wer mitsprechen darf, auch wenn da Anteile nachher weitervererbt werden an andere Leute, ganz glasklar geregelt werden. Ihr wisst aus eurer Zeit, es kann nur einen Chef geben.